Heute mache ich für euch ein kleines Unboxing-Video. Ich habe gehört, die YouTuber finden sowas übelst geil hier, weil Leute einfach ihre Dinger, so, die sich kommen, so auspacken und ihr guckt dabei zu. Ich habe wieder meine Lieferung gekriegt. Von BBN Hardcore. So, das war komisch. Ah, so. Ja. Ja, danke. Wichtigste Supplement überhaupt. Das dürft ihr niemals von auflesen, das ist immer das erste, was ihr bestellen müsst. So funktioniert der Rest nämlich nicht. So. Oh, das ist ganz wichtig. Ich habe Kniebandagen mir bestellt. Kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr ein bisschen höher gehen wollt mit dem Gewicht, ja, oder ihr ein bisschen vielleicht auch Schiss habt oder instabil seid oder was auch immer, Kniebandagen kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr allerdings keine Probleme habt bei hohem Gewicht, dann fangt gar nicht erst damit an, einfach so das zu verwenden, weil das Problem ist, können sich leicht Fehler einschleißen. Also meinetwegen habt ihr jetzt einen Schmerz und sagt euch, ah, wegen dem Schmerz kann ich vielleicht keine freien Kniebeugen im Moment machen. Nehmt dann die Kniebandagen und dann spürt ihr es nicht, das ist scheiße, weil dann macht ihr eine Übung, die ihr vielleicht eigentlich machen solltet, ne? Weil es euch nicht in dem Moment gut tut. Aber an sich kann ich nur empfehlen, guckt euch aber mal irgendwo, vielleicht mal schon mal ein Video, wie man die richtig wickelt. Weil müsst ihr richtig machen, sonst ist es scheiße. So, das ist auch ganz wichtig. Ich habe mir jetzt auch bestellt Handgelenkbandagen, habe ich ewig nicht mehr gehabt. Also, wer meine Videos wieder guckt, egal wie schwer ich trainiere, also ob ich jetzt 400 Kilo auf der Bank habe, ich mache eigentlich nie Bandagen drum, aber ich dachte mir, kann ja nicht schaden. So, das ist hier aktuell ein Fettburner, den ich nehme. Das haue ich mir immer vorm, also vor der Mahlzeit, vor dem Cardio-Training rein. Zwei Mal am Tag mache ich das aktuell. Das hier ist ganz wichtig. Vitaltrink. Das ist also sozusagen ein kalorienfreies Sirup. Wir haben von Mineralien, Vitaminen und ein bisschen L-Carnitin. Schmeckt mega lecker. Also gerade jetzt im Sommer ohne Mist. Also ich trinke im Sommer richtig, richtig viel. Ich habe schon beim Training habe ich heute bestimmt 3 Liter alleine getrunken. Also ich komme auf jeden Fall so 6 Liter am Tag mindestens. Und wenn ich nur Wasser trinke, das ist eklig, das mag ich nicht. Und hier habt ihr halt Geschmack. Ich habe jetzt hier Kaktusfeige und Ananas. Werde ich euch auch berichten, zumindest auf Facebook und auf Instagram werde ich euch sagen, ob das gut schmeckt. Auf YouTube werde ich jetzt ein extra Video davon machen. Das wäre dann doch etwas übertrieben. So. BCAAs, Blutorange habe ich diesmal wieder genommen. Hat jetzt Wassermelone, was ich nur empfehlen kann. Schmeckt auch mega lecker. Hier ganz wichtig, wer mich kennt, nach dem Training. Das gibt es bei mir nach dem Training. Also wenn ihr euch nicht ganz viele verschiedene Sachen reinhauen wollt, dann wie gesagt, Postload kann ich wärmstens ans Herz legen. Dann haben wir hier noch so Sachen, die ich nehme, Calcium und Magnesium Kapseln. Dann hier für die Gelenke. Kann ich auch nur empfehlen. Habe ich mir jetzt auch bestellt mal, weil wie gesagt, im Moment trainiere ich sehr viel schwer und das merkst du dann doch irgendwann mal. Das ist noch ein anderer Fettburner und Sweater, den ich mir jetzt mal bestellt habe. Habe ich schon probiert. Ich werde euch jetzt nicht hier über die ganzen Inhaltsstoffe aufklären, aber das könnt ihr euch eigentlich auf der Website alles durchlesen. Da ist eigentlich alles ziemlich verständlich erklärt. Ganz wichtig natürlich mein Whey. Ich habe jetzt mal einen neuen Geschmacksalphabet-Cookies. Mal sehen, wie es schmeckt. Wir werden sehen, ich war ja vom Schoko extrem überzeugt. Also wer wirklich ein Whey mal sucht, Schokogeschmack, was mit Wasser aber gut schmeckt, weil die meisten mit Wasser, finde ich, schmecken irgendwie so gut Schoko. Von Best Body das Waterway. Hier ist denn das Chocolate, Double Chocolate hier ist das, glaube ich, das schmeckt richtig lecker. Man sieht, dass Cookies auch so gut schmeckt, gibt es heute Abend. Dann habe ich hier noch was. Sieht nach Riegeln aus, ganz wichtig, ey. Oh mein Gott, ich habe so einen Hunger. So, hier steht übrigens drauf, ne? Das ist eine Mixbox, ja, die könnt ihr euch aktuell bei Best Body bestellen. Also bei BBN Hardcore kann ich nur empfehlen. Da habt ihr eine Box drin mit ganz, ganz vielen von den ihren leckeren Proteinblocks in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Vanille, Cranberries haben wir hier, beziehungsweise Erdbeere mit Cranberry, Schokolade, Kokos ist hier und Lemon und der neue Geschmack, den muss ich hier drin suchen. Das ist, was haben wir, Mango, irgendwas, Mango-Joghurt oder sowas. Das sind mega geile Teile, kann ich jedem nur empfehlen. Habt da halt auf so einen Riegel. Habt ihr 45 Gramm Eiweiß, Fett 6,8 Gramm, könnt ihr jetzt einfach mal verschmerzen. Und
Kohlenhydrate, die halt verwertbar sind, also Zucker, sag ich jetzt mal, das wirklich zählt in eurer Kalorienbilanz, sind halt 1,5 Gramm auf so einem Riegel. Also das ist absolut egal, das ist sozusagen geschenkt. Kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem, wer auf Diät ist und absolut ab und zu mal sich was gönnen will, ehe euch jetzt hier ein Snickers oder sowas reinhaut, holt euch lieber so eine Riegel, wenn ihr sie aufkriegt zumindest. War ein langer Tag, ist schweinewarm. Ja. Mhm. Ja, ist geil. Ja. Das ist meine aktuelle Bestellung. Ich nehme noch Glutamin und so eine Geschichten, aber habe ich noch da. Ja. Wer wissen will, wie zum Beispiel das Eiweiß schmeckt, der guckt einfach bei mir auf Facebook oder Instagram vorbei, weil so eine Kleinigkeit, die poste ich dort immer. Ansonsten geht's nächste Woche hier weiter mit einem richtig geilen Beintraining-Motivationsvideo, solltet ihr auf jeden Fall euch angucken. Und ansonsten habe ich auch noch sonst ein paar Sachen im Parat, die ich für euch abdrehen werde, aber das seht ihr dann auf meinem Kanal.